Herzlich willkommen zu unserem ersten Q&A. Das wurde auch mal Zeit. Uns wurden schon ganz oft dieselben Fragen gestellt. Die drei Fragen, die am häufigsten vorkommen, wollen wir euch heute mal beantworten. Los geht's! Balkonnetz. Wir wurden ganz oft auf unser Balkonnetz angesprochen, wie es befestigt wurde, wie wir das überhaupt gebaut haben und vor allen Dingen, wieso wir uns entschieden haben, es so zu machen. Vor dem Do-it-yourself-Balkonnetz hatten wir ganz normale Teleskopstangen mit Netz, die ihr aus dem Tierfachhandel kennt. Aber das war alles so instabil, dass wir uns was anderes einfallen lassen mussten. Wichtig war es für uns, oder besser gesagt für den Vermieter, dass wir für die Befestigung keine Löcher bohren. Diese Metallschienen hier sind eigentlich Halterungen für Blumenkästen, aber wir haben sie zweckentfremdet und sie halten jetzt das ganze Balkonnetzgestell. Die Holzlatten sind auf Spann und mit Winkeln befestigt und damit das wirklich stabil ist, haben wir zusätzlich noch mit Kabelbindern gearbeitet. Anfangs haben wir das Netz getackert, aber das hat uns zu lange gedauert, da man extrem aufpassen muss, dass man das Netz nicht beschädigt. Nachdem uns das so auf die Nerven ging, haben wir einfach Schrauben als Haken verwendet und das Netz einmal rumgewickelt, damit es fest sitzt. Das hätten wir mal von Anfang an machen sollen, dann hätten wir einiges an Zeit gespart. Falls du mit den Gedanken spielen solltest, deinen Balkon auf diese Weise katzensicher zu machen, dann schau mal in die Infobox. Dort haben wir viele Materialien verlinkt, die wir benutzt haben. Auch das hochwertige Netz, das wir verwendet haben, ist dort verlinkt. Die Rassen unserer Katzen. Fangen wir am besten mit dem Ältesten an. Lucky ist eine weiße, europäisch kurzer Katze. Viele ganz weiße Katzen sind taub oder sehen sehr schlecht. Das ist bei Lucky aber nicht der Fall. Der zweitälteste ist Teddy. Wir wissen nicht genau, welche Rassen alles in ihm stecken, da er genau wie Lucky eine ehemalige Straßenkatze ist. Wir vermuten aber, dass etwas Maine Coon oder norwegische Waldkatze mit drin steckt. Oder vielleicht auch beides. Er ist jedenfalls sehr schlau in der Nahrungsbeschaffung. Sprich, er ist besonders verfressen und tut fast alles für Leckerli. Deshalb liebt er Klickern. Unsere Sissy ist ein kleiner Perser. Man sagt ja, dass Perserkatzen etwas für ruhigere Menschen sind. Aber Sissy ist ein kleiner Wirbelwind. Und genau das Gegenteil von einer typischen Perserkatze. Obwohl uns damals gesagt wurde, sie sei eine reinrassige Perserkatze, vermuten wir doch eher, dass sie ein Persermix ist. Für eine Perserkatze hat sie auch eine verhältnismäßig lange Nase. Uns würde interessieren, von welcher Rasse eure Katzen sind und ob sie sich auch dementsprechend verhalten oder komplett anders sind. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Warum hat Lucky nur drei Beine? Diese Frage wird uns fast täglich gestellt und das werden wir jetzt mal ausführlich erzählen. Lucky ist ursprünglich eine spanische Straßenkatze und hieß damals Blanquito. Der kleine Pechvogel wurde im Alter von ca. 6 Monaten in Spanien vom Auto angefahren und einfach liegen gelassen. Wir wissen nicht genau, wie lange er dort in der prallen Sonne lag, bis ihn jemand gefunden hat. Die Sonne war so stark, dass sogar seine Ohren verbrannt waren. Bis heute wachsen ihm auf den Ohren gar keine Haare mehr. Deshalb müssen wir ihn im Sommer immer seine Ohren mit Kindersonnencreme einschmieren. Die Ärzte konnten sein Bein nicht mehr retten und mussten es leider amputieren. Auf der Website von der Tierschutzorganisation Flying Cats, wo wir übrigens auch Teddy herhaben, haben wir ihn dann gesehen und wollten ihm einfach helfen und ihm ein schönes, liebevolles Zuhause geben. Die Website verlinken wir dir ebenfalls in der Infobox. Man könnte ja denken, dass Katzen nach so einem Vorfall völlig traumatisiert sind und niemanden mehr an sich ranlassen. Aber das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er ist so liebevoll, zutraulich und verschmust. Und weil er so Glück hatte, dass er überlebt hat, haben wir ihn in Lucky umbenannt. Er kommt super zurecht, kann rennen, toben, klettern, eben alles, was normale Katzen auch können. Aber wenn das rechte Ohr juckt und er versucht sich zu kratzen, dann zuckt er nur die übrige Beinmuskulatur. Wenn wir das sehen, dann kratzen wir natürlich immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Videowünsche habt, lasst es uns wissen und schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen willst, dann abonniere uns jetzt, gib uns einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Wir freuen uns über deine Unterstützung.